Das ist quasi wie Arthosis Calls. Arthosis Calls auf Arzt und Metall. Wie nennen wir den dann? Den Ja. Tivo. Tivo. Nie. So, wir sehen dann den Secret Parler gegen den Skoyare, seinen Reno Lock. Black Reno Lock, genau. Black Knight in ein Reno Deck hineingehört. Ja, der wird ihn nicht droppen, bevor Tyrion... Oh, Tyrion natürlich. Ah. Das ist echt ärgerlich, die heiße Karte immer am Anfang auf die Hand zu kriegen, weil man sich einfach denkt, warum? Das ist einfach... Wenn du jetzt statt Tyrion da Knife Juggler hättest, dann wäre die Curve einfach sehr schön zu spielen. Aber naja. So, jetzt sind die Karten noch nicht ganz umgedreht. Jetzt drehen sie sich so langsam um. So, oh, der Skoyara hat auch eine sehr schöne Starthand, aber Noble Sacrifice natürlich Turn 1 hier. Dann Turn 2 wahrscheinlich Coin Master oder Haunted Creeper. Nein, bisher noch nicht. Ich habe die Matches von Skoyare gegen Dr. Aki gewonnen, genau. Und finde bisher, dass Skoyare ein sehr solides Spiel abgeliefert hat. Also ich meine, es war durchaus spannend, aber ich denke, dass er jetzt nochmal zur Höchstform auflaufen wird. Zumal er eben gerade im Gespräch mit mir sehr sicher war, dass sein Dark Reno Warlock gegen den Secret Parler gewinnen wird. Ja. Ja, mal gucken. Ja, das war ein klassischer Secret Parler. Dann hatten wir den relativ aggressiven Hunter mit dann aber Savannah Highmane am Ende und als letztes war das Combo Druid. Mhm. Okay, das hatte ich etwas anders in Erinnerung. Ist aber klassisch sozusagen, was man an der Ladder ausspielt, ja. Einen aggressiven Hunter into Midrange hinten rein mit der Highmane und Combo Druid genauso wie Secret Parler. Also es ist sehr solide. Ja. Ich denke auch, so richtig Face-Agro-Decks sind ein bisschen out of style im Moment aufgrund von Reno, weil Reno einfach so viel Leben dir wiedergeben kann, dass du dadurch das Spiel verlierst, wenn dein Gegner diese Karte hat. Ja, aber das ist jetzt auch sehr schön gewesen. Also er hat Master for Battle mit Coin Competitive Spirit gespielt. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr böse. Weil Skoyara hat nicht die richtige Antwort parat gehabt jetzt erstmal, um das Board irgendwie kleiner zu kriegen. Naja, jetzt ist halt die Frage, tauntest du dich erstmal oder darkbombst du noch? Oder also Darkbomb wäre jetzt hier die falsche Entscheidung wegen Competitive Spirit, weil dann gibst du sozusagen statt einem Feld zwei. Ja, es kommt drauf an, was du hier... worauf du Darkbomb spielen möchtest, aber im Allgemeinen wirkt es doch eher, je schwach hier eine Darkbomb zu benutzen. Ja, ich würde eher den Lernmann, also den Taunt erstmal rauslegen. Das ist eine 1-3. Und natürlich der Live-Tappen. Und vorher Live-Tappen. Natürlich. Ja, ja. Oder danach. Also ja. Dann das, was du bekommen willst, okay, nein, er heilt. Heilst du dann den 2-3er für ein Leben oder heilst du dich selbst für 2? Heilst du dich selber heilen für 2. Ja, das ist jetzt wieder, ich weiß nicht, ob das ist, kostet ihn halt 2 Karten und er kriegt jetzt keine nachgezogen. Und das ist richtig. Hat jetzt nur noch 4 auf der Hand. Man könnte jetzt natürlich den Keeper auf Uldaman jetzt benutzen, um dann Haunted Creeper oder so auf 3-3 zu pushen, um den Taunt sofort zu breaken. Mhm. Oder du benutzt ihn dadurch, um den Imp-Gang-Boss sofort zu breaken. Also, was du machst, ist nicht relativ wumpe. Wäre halt playing on curve, ne? Ja. Und nächsten Zug hatte halt Knife Juggler wieder Master for Battle. Das ist halt schon sehr aggressiv und sehr stark, was dann kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er hier jetzt wirklich traden sollte oder ob er sich denkt, ich gehe jetzt vor Face. Also gegen den Handlock das Board jemals aus der Hand zu geben, ist, finde ich, immer ein sehr großer Fehler. Weil der lebt ja quasi davon, dass er immer vieles auf Antworten playen will. Und wenn er dann auch noch zusätzlich dazu ein Board hat,
dann wird es richtig schwer. Vor allem das Secret Parlor an Bord wieder zu erlangen, ist halt schwierig. Ja, selbstverständlich, ja. Aber ich meine, von dem aktuellen Standpunkt her sieht es für den Paladin nicht besonders gut aus, denn eine Shadow Flame würde den Warlock jetzt komplett wieder ins Spiel zurückbringen. Oder ein Hellfire. Ja, das stimmt. Ja, aber wir sehen hier jetzt keine Antwort. Hier ist auch jetzt der Live-Tab gekommen. Im letzten Zug wurden halt auch zwei Karten gespielt. Das war ja, glaube ich, der Zug mit dem Voidwalker und dem Earthenring Farseer. Und jetzt hat er auch nicht wirklich wieder eine schöne Option hier. Er könnte mit Darkbomb plus dem Imp den Keeper of Uldaman, Keeper heißt Keeper of Uldaman, glaube ich, den 3-4 da auf jeden Fall clearen. Würde er auch machen. Ja, und dann kann er hier und noch den 2-1er. Den 2-1er noch rausnehmen. Oh, Dankeschön. Danke, Leo. Ich hoffe, Leo hat genießt es hier noch ein bisschen Hearthstone vom Dorfkrug Cup auszusehen. Und, also vom aus dem Dorfkrug Cup zu sehen, so. Zu Hause. Ja, genau. Und hier. Ja, jetzt pumpt er nochmal den Haunted Creeper. Und jetzt ist er natürlich hier schon in einer relativ guten Position. Das waren jetzt keine starken Züge für Skojare hier, die letzten. Nee, er wird ziemlich unter Druck gesetzt, ja. Kann man schon sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, nützt sich hier schon einen Siphon Soul, um den 6-6er rauszuziehen? Ja, das lohnt sich doch schon tatsächlich für ihn. Ja, also da kann er halt wirklich viel Schaden, er kann jetzt viel Schaden verhindern. Oh, jetzt Top-Deck-Challenger gezogen. Ja, das ist natürlich... Jetzt kommt natürlich so ein kleiner Weihnachtsbaum nur, weil er spielt ja nur 3 Secrets, aber trotzdem ist sehr stark und naja, jetzt wird natürlich dadurch denied, dass du Dr. Boom drauf antworten könntest, weil das Board ist einfach nicht auf deiner Seite. Na, nächste Runde ist halt... Und er hat halt immer noch keinen Wave, also kein Board hier gezogen. Er hat kein nichts, um da. Ja, das ist jetzt 6. Es sind halt einfach mal 12 Schaden, die jetzt pushen können. Ja. Oder du versuchst jetzt Dr. Boom rauszunehmen, indem du mit deinem 3-1er, deinem 1-1er und deinem anderen 1-1er da reinrennst und danach Knife Juggler into Master for Battle nochmal machst. Das ist doch aber schon ein sehr risky Play, oder? Ja, aber. Im Endeffekt, er spielt ja gerade auch sehr aggro. Ja. Oder du machst einfach nur Haus mit der Buff ins Gesicht, spielst nochmal. Ja, oder geht alles ins Face und... Ja. Und das setzt ihn auf 6 Leben runter. Nee, kann er noch? Nee. Ja, mit der Buff. Doch, er kann sogar selbst noch angreifen. Kann noch einen Dude spielen. Und die Sache ist, das zwingt ja, oder würde Skojaro auch fast dazu zwingen, dass wenn er jetzt Reno hat, dass er ihn spielen muss. Und ja, jetzt hat er natürlich Shadow Flame gezogen. Ist auch sehr wichtig. Jetzt wird er erstmal die ganzen Secrets procken lassen. Ich bin ja froh, dass ich nicht das Leben von diesem Defender habe. Das ist immer sehr kurz. Ja, macht das ja freiwillig. Ja, macht er mit Ehre. Jedes einzelne Mal wieder. So, jetzt kommt natürlich Shadow Flame auf Dr. Boom ins Face und dann nochmal Shadow Flame hinterher ballern. Das wäre jetzt hier auf jeden Fall der richtige Play. Hat jetzt Power Overwhelming ausgewählt? Hat er hier? Würde ich nicht machen. Ich würde auf jeden 16. Fall mit dem Dr. Boom ins Gesicht schlagen. Und dann vielleicht ist seine Überlegung, er könnte Arcane Golem Power Overwhelming und dann macht er 16 Schaden, setzt den Paladin auf 8 Leben und behält seinen Dr. Boom. Naja, nächste Runde spielt er einfach Tyrion. Ja, das ist richtig, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das noch eine Überlegung ist. Denn das würde ihm halt mehr Board-Control lassen, als wenn er jetzt einfach... Er hat sonst keine Karte, die er wirklich gut ausspielen kann. Ja, aber er macht das genau so. Ja. Und dann hier sogar noch Defender. Da hätte er aber den auch erst spielen können, dann hat er noch einen Schaden mehr gemacht. Da hat er gerade einen Schaden verpasst. Ja, gut, jetzt Tyrion raus und... Ja, jetzt... Sobald die Waffe kommt, auch wenn du ihn breakst. Ja. Jetzt ist Jay am Überlegen. Ich meine, Tyrion wäre hier eine Option. Er hat wahrscheinlich Sorge um den Black Knight. Weil wenn jetzt der Black Knight kommen würde, dann wäre das quasi Einzug, den er komplett verliert. Twisting Nether ist nicht wirklich eine Option hier, weil es auch sein Board komplett clearen würde.
Aber du könntest, ja, Tyraxis. Ihm fehlt tatsächlich ein Mana dafür. Sonst könnte er Power Overwhelming spielen, den Tyrion sicher clearen und dann Jaraxxus spielen. Ja. So ist es jetzt so. Und ich glaube, da greifst du nicht. Doch, du könntest mit dem Defender das Schild rausnehmen. Er könnte ihn tatsächlich immer noch clearen, aber. Ja, wenn der Boombox gut trifft, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist wieder ein Pokerspiel. Ja, riskierst du das, weil wenn du clearst und er überlebst, dann sind da 6 Schaden, die du direkt kriegst. Wenn er jetzt nur das Schild rausnimmt, muss. Das Ding ist, schau dir mal jetzt zum Beispiel die Hand von Jay an. Also, das ist schon sehr solide hier mit einem Knife Juggler, ja. Master for Battle, Avenge, Keeper. Also. Ja. Ah, ich denke, so hätte ich es auch gespielt. Ich hätte hier den Boombot als Taunt behalten. Jetzt würde ich an seiner Stelle einfach wirklich mit Knife Juggler arbeiten und hoffen, dass der Boombot stirbt. Ja. Einmal mit der Waffe in den Boombot reinschlagen. Ja. Ja, weil so brauchst du nur noch einen Knife to juggle und fertig. Aber er ist jetzt auch niedrig, ne? Sie hat auch nur noch. Oh, das ist ärgerlich. Die wird kein Secret mehr erzählen, das ist sicher. Ja, aber jetzt kommen 3 Knives ins Gesicht. Ja. Zusätzlich kommt noch Tyrion. Ein Knife ins Gesicht von dem extra Dude. Und. Jetzt wird Twisting Nether plus jetzt muss, Inferno. Jetzt muss, oder nein, das geht gar nicht. Kann das kann er nicht, dann tot. Ist er tot. Nee, ist vorbei. Das ist vorbei, tatsächlich. Wenn er jetzt Twisting Nether spielt, dann kriegt er die Waffe und fertig. Dann ist einfach nur einmal ins Feld gehauen. Hat er noch eine Möglichkeit zu überleben? Ich sehe gerade keine. Das ist sowas nennt man dann Lethal. Ja. Spielt er eigentlich eine Eule damit drin? Würde ich von ausgehen. Ja. Also ich gehe davon aus, aber... Jeder spielt eine Eule. Ja spielt er. Hervorragend. Silence ist einfach ja so stark, da würde ich auf jeden Fall immer eine Eule mitnehmen. Ja, überlegt hier nochmal, das kann ich auch verstehen, im Turnier geht man alle Optionen nochmal durch. Ja, aber Skoyare, das... Ja. Wir sehen es natürlich und wir sind auch entspannt, weil wir auf der Couch sitzen und zuschauen. Aber es sieht ja nochmal schön aus, ne? Ich nochmal den Effekt gesehen, hier einmal Twisting Nether. Und damit ist es 1-0. Infernal auch nochmal auf 3-3 zurücksetzen oder haut er direkt ins Gesicht. Da kommt er nicht mehr zu. Nee. Oh, Skoyare. Denied. Ja, da ist der Victory denied in Surrender. Ja. Naja. Aber die Welt gut, ist immer noch dadurch verdammt. Ist der Secret Parler gut gelaufen für Jay. Ja. Jetzt kommt nur noch der Hunter und ein Combo Druid. Und ich weiß nicht, wie oft hatten wir dieses Matchup schon? Wir hatten es auf jeden Fall einmal und da ging es, glaube ich, an den Reno Lock. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon unterschiedliche Ergebnisse gesehen in dem Matchup. Es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel gewesen, aber das Ding ist halt, das Spiel, was wir gerade gesehen haben, das kann man auch durchaus mal beobachten, wenn man Freunde spectatet, die was weiß ich, über Rang 10 in der Leiter spielen, dann hast du genau diese Decks und die spielen einfach permanent gegeneinander. Ja. Also jeder der beiden Spieler war wahrscheinlich sehr vertraut mit dem Matchup und ist natürlich auch schade, dass kein Heal auf Seite von Skoyare gezogen wurde. Ja. Jetzt das ist halt immer der entscheidende Punkt von dem Matchups, Reno Lock im Allgemeinen und dem Black Reno Lock, da ist das natürlich genauso. Oh, eine wundervolle Ramp hier für Jay. Das macht mögliche 4 Mana im zweiten Zug. Ja. Er kann tatsächlich im dritten Zug den Emperor raushaben. Ja. Er kann jetzt hat dann nur leider Wild wenig. Er hat nichts, was davon profitieren kann. Die Force of Nature jetzt. Ja. Ja. Naja, aber er kann da jetzt. Also, ist schön für ihn. Ja. Ne? Also, er sitzt erstmal auf dem Mana-Haufen. Ja. Und dann schaut man, wie sehr er mit Mana um sich werfen kann. Ja, dann braucht er nur noch die Karten, die er mir für das Mana verwerfen kann. Er hat einen Emperor schon mal. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Draw jetzt. Oh, Innerwelt und da kommt dann schon der Emperor. Und den kann er sogar im nächsten Zug spielen. Im nächsten Zug kann er Coin Ancient of Law spielen. Und nochmal Karten nachziehen, ey, Wahnsinn. Was? Also, das ist mal ein Ramp-Druid-Spiel. Also, das ist. Ja, ich glaube, so viel Ramp haben wir auch noch nicht gesehen bisher. In so einem Spiel kommst du dann von Rang 1 hoch auf Legend wahrscheinlich. Ja, so hat er das wahrscheinlich auch gemacht. Er hat aber so lange Ramp-Druid gespielt, bis er diese Hand hatte. Na, das ist schon sehr perfekt. Ja, haben wir auch, wie gesagt, noch nicht so viel gesehen im Turnier jetzt heute, oder? Wir hatten viele Druids, die nicht so viel Ramp gezogen haben. Ja.
So, jetzt überlegt er, ob er den, naja, er entscheidet sich doch für den Einschnitt nochmal. Ja, ich denke auch, das ist hier die beste Option, ja, oder? Ja. Also du ziehst noch zwei weitere Karten, die du wieder reduzieren kannst. Genau. Oh, oder auch nicht. Ah, aber Shredder ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn die zwei reduziert werden, könntest du theoretisch in Turn 6 zweimal Shredder spielen. Ja. Was auch was? Das Game ist ziemlich einseitig. Harlekin ist auch schon der Meinung, das Game ist over. Also die Curve ist schon sehr geil für den Level. Und jetzt noch mal Emperor, das sind noch mal, was sind das, 5 Mana weniger. Und jawolle, sehr schön. Die Hand ist relativ auf 0 Mana gesunken. 50% der Hand kostet 0 Mana, das ist sehr schön. Ja. Er kann jetzt hier den Emperor auf jeden Fall schon mal traden. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ah, okay. Er klärt das ganze Board. Was kommt raus? Oh, das ist nett. Naja. Hilft jetzt nicht so richtig, das blockiert ihn tatsächlich eher selber. Ja, Tatsache. Seine ganze Hand ist Battlecry. Ja. Das ist. Und jetzt zieht er doch nochmal eine Karte, warum denn auch nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das beste Ergebnis für ihn war. Hier. Also das ist bitter. Das ist jetzt wirklich bitter. Ja. Seine Hand ist rot und Chase hat es einfach nur auf null. Grün gegen Rot spielen wir jetzt hier. Wir haben jetzt keine Gegner, wir spielen jetzt nach Farben. Na, das ist doch mal sehr schön hier. Ah, er klärt ihn selber raus. Das ist auch das einzige Richtige gewesen, was er machen hätte können. Was hat er dort als zweite Karte von links auf der Hand für 6 Mana? Das ist der Black Knight. Achso. Ja. Da siehst du oben dieses Legendary Heuernte und 6 Mana. Tatsächlich. Guckst du. Und so ein bisschen, der Black Knight hat halt so ein blau-schwarzes Bild mit dann ein bisschen Rot drin. Der Black Knight. Ja, Black Knight halt. Ne? Aus WoW. Aber warum hat er da blau mit drin als Black Knight? Bei seiner Rüstung so blau schimmert. Ja. Schimmert, Schimmer. Reflexion der Nacht. Soll ja düster aussehen, ne? Genau. Black Knight, der ist doch nachts unterwegs, oder nicht? Ja. Versichert hier sich jetzt auf jeden Fall gegen jetzt auch Low-Fab gegenwerfen. Und jetzt kann er da Face gehen, da setzt den Warlock auf 12 Leben. Ja, und im nächsten Zug kann er übrigens 12 Schaden mit Doppel-Force of Nature machen, wenn sein Board geklärt wird. Au. Also okay, jetzt hat er Defender auf Argos nachgezogen. Wir müssen natürlich auch die andere Seite ein bisschen angucken. Also Defender auf Argos ist jetzt auch nicht so schlecht erstmal für ihn, weil er muss sich jetzt irgendwie versuchen, auch wenn er es kaum schafft, aber er muss sich Zeit kaufen. Ja. Das heißt, Lothabs reintraden und dann... Okay. Könnte tatsächlich den M-Gang-Boss, genau, die beiden einfach dann taunten. Und dann hochtaunten. Den Lothab in Lothab rein. Genau, und dann hast du nur noch das gegen dich überstehen. Würdest du Lothab hier traden? Weil Lothab setzt den auf 1, das heißt, es kann noch eine Hero-Ability danach getradet werden. Oh, er hatte Reno auf der Hand, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh ja. Das ist warum natürlich wackelt auch unser Beamer so? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir die Party-Mode erreicht. Das ist komisch. Jetzt naja, okay. Ja gut, ich würde jetzt an seiner Stelle erstmal den Shade spielen. Ja, ich das denke, ist schön. Shade wäre Shade ist schön. Habe ich mir mal sagen lassen. Oder du machst Keeper of the Grove 2 Schaden, haust deinen 4-2er in den Reno rein, dadurch ist der Buddy auch weg. Du kannst immer noch Shade spielen, wenn du möchtest. Richtig, aber erstmal schauen, was ein Shredder dran ist. Und jetzt wäre der Doomsayer drin gewesen. Oh, okay, entscheidet sich gegen den Shade. Ja, ist da ein Mind Control Tag im Deck? In dem? Nee, ist kein MCT drin, aber gegen AOE in irgendeiner Form ist er auch nicht verkehrt. Er hat bisher erst Shadowflame gespielt, glaube ich. Hat er in diesem Match Shadowflame gespielt? Ja, er gegen hat den. Noch immer Hellfire, Demon Wrath und Twisting Nether. Ja. Hellfire wäre hier auch wirklich effektiv gewesen, hätte dann nur den 2-1er übergelassen und den Death Rattle vom Shredder. Ja, aber der Reno hat ihn ja wirklich wieder ins Match gebracht. Ja, er muss sich natürlich jetzt immer noch mit diesem Board irgendwie beschäftigen und gerade sieht es auch nicht so aus, als wenn er die ideale Lösung dafür hätte. Ja. Also Harlekin hat vorgeschlagen, dass Twisting Nether in dem Fall dem Warlock noch helfen könnte, sollte der Druide ein bisschen zu sehr zum Board committen. Naja, wir brauchen jetzt, okay. Sehr schön gespielt.
Oh, oh, das ist jetzt natürlich hier nochmal zwei neue Karten. Und da ist das Savage Raw. Living Roots. Ja, das war aber auch von Anfang an, das war der Ramp am Anfang. Dafür hält sich der Warlock tatsächlich noch sehr ehrenhaft. Ja, das war halt der Reno, den wir übersehen hatten aus seiner Hand, weil das oben so ein bisschen gestackt war und auf dem Kopf zu lesen. Da müsst ihr uns auf dem Stream leider ein bisschen entschuldigen. Ist manchmal doch ein bisschen schwerer als gedacht. Kann er noch einen Taunt? Reliquary Seeker natürlich nicht so gut, wenn man nur eine Karte hat. Ist hier anscheinend über dem Dragon Egg. Kann er jetzt, er kann noch den und dann beide taunten mit dem Defender. Genauso wird er das auch spielen. Ja. Das, ja. Jetzt muss es nicht mehr geben. Nee, ich glaube nicht. Ja, okay, das ist natürlich jetzt auch eine starke Option. Der Swipe. Ja. So, er hat. Er kann. Ich glaube nicht, dass er da komplett durchkommt. Doch, doch, er kann mit der Welt immer noch die Combo spielen. Tatsächlich, ja. Also, das sollte reichen. Er kann jetzt Combo. Inner Wait. Er kann noch Living Roots spielen, um den 3-1er rauszunehmen. Und dann ist es auf jeden Fall Liebe. Ja, dann. Das reicht allemal. Ja, er kann sogar einen Schaden mehr machen, wenn er den jetzt mit Face tradet und dann Living Roots. Ah, ist es vollkommen egal. 29 auch. Schaden. Ja. Das sind sogar 30 so gesehen, glaube ich, jetzt, weil er einen Schaden mehr gemacht hat durch die Living Roots. Ja. Aber was genug ein wäre One-Turn-Kill gewesen, jeden, auch wenn er. Hey, damit ist Jay 2-0. Ja, und das war ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Also. Ja, also Skoyara hat sich gut im Spiel gehalten, das muss man schon sagen. Ja. Aber gegen so einen perfekten Draw von Druiden, das war Zug 3, Emperor, Zug 4, Ancient, das ist... Ekelhaft. Ja, das ist, also... Dann direkt die Kombo bin ich gehabt. In der Ladder am besten direkt aufgeben. Da sparst du dir 10 Minuten Spielzeit. Let the hunt begin. So. Also man kann hier jetzt sehen, dass Skoyara immer noch sehr überzeugt ist von seinem Warlock. Also er möchte ihm jetzt auf jeden Fall nochmal die Chance geben. Ich weiß nicht, ob es vom Matchup jetzt tatsächlich die beste Idee ist. Ja, also Druide würde ich jetzt auch nicht unbedingt eher in den spielen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Paladin ist. Spielt man den Paladin eher gegen den Hunter? Also. Ja. Wenn man da den also Reno wenn man kriegt, genügend Heal hat, dann ist der Warlock auch gut gesetzt, aber... Schauen wir einfach mal, wie es bis jetzt gelaufen ist, müsste Jay einfach perfekt On-Curve spielen können. Nein. Jetzt hat er. Nein, er hat noch einen Draw hat er noch. Nee. Er kann noch einmal. Nee, das ist auch nicht. Aber trotzdem, da ist er jetzt schon sehr kostenintensiv in seinem Deck. Ist er in den obersten drei Karten drin? Ja, also Life Juggler ist natürlich. Dark Bomb ist natürlich dann sofort die Antwort. Ja. Ja. Hat er natürlich auf der Hand, natürlich. Ja, und dann hat Jay. Freezing Trap. Ja, ich denke, da Bogen. Wirst du einfach den Bogen spielen, oder? Ja. Na, er hat vielleicht Angst vor dem Us. Ja, gut, aber du musst ja damit rechnen, es ist ja immer nur ein Us im Deck, genauso wie eine Dark Bomb. Also ja, aber er kann ja nicht mit dem Bogen gerade traden und ihn jetzt nur ausrüsten, wenn da dann der Us ist, was wir ja auch sehen, dann also verliert er viel. Klar, es ist immer ein risky Play, aber man kann auch einfach mal hoffen und beten. Ja. Oh, Meat Shield. Ist natürlich sehr gut hier. Da kommt der erste Shredder schon raus. Kann ihn jetzt aber clearen, sowohl mit Abusive als auch mit Mortal Coil. Ja, er wird wahrscheinlich da reinhauen und dann eine Mortal Coil, um einfach den Draw zu haben. Ja. Ja, das war schön. 2-3er. Ist solide. Weil was die ist das da die 3-Mana-Karte, die er hat? Das ist der Arcane Golem. Arcane Golem, okay, ja. Hat jetzt hier leider nicht wirklich so ein
Es sind auch wieder viele Antworten, die er auf Hand hat. Er hat Shadow Flame als Antwort, Us als Antwort, Owl als Antwort. Aber er muss jetzt langsam mal ein bisschen kommen. Es fühlt sich so an, als wenn der Hunter nicht schnell genug ist, aktuell. Ja, er hat halt einfach eine hohe Curve gezogen am Anfang, was ihn sehr ausbremst. Allein, dass er seine Freezing Trap auf der Hand hat, dafür hätte er eigentlich seine Mad Scientist entwickeln wollen. Und Ja, der ist natürlich schön hier, hier baut jetzt, der passt genau rein. Sicherlich hier, eine gute Option. Hier würde sich natürlich der Bogen jetzt anbieten und ja, natürlich. Das sieht er genauso. Ja. Solider Zug. Ja, und dazu Bogen noch Hero Power. Und kann auch direkt all den Schaden, den er hier baut geheilt hat, wieder. Die Nein, ja. Direkt wieder machen, ja. Ja, und jetzt ist es wieder bei Skoyare hier eine Antwort auf den Schaden zu finden, der hier jeden Zug, den er jeden Zug bekommt. Will, also ich glaube, er wird schon Us spielen wollen. Jetzt ist es ein, die 6-Mana-Karte, die er hat. Ist das der Black Knight? Das wieder, müsste oder? Wieder... Ja. Ja gut, Us ist hier natürlich. Was macht er jetzt mit den restlichen 4 Manern? Spielt er könnte Shadowflame spielen. Er könnte ja Shadowflame. Yep. Sieht er auch so, ja. Das ist an sich perfekt, weil... Also, ja. Wunderbar. Sag ich doch, perfekt. Und der Doomsayer hat mal wieder richtig das Ende vorausgesagt, zumindest sein eigenes. Jetzt könnte man sich überlegen, extrem auf Aggro zu pushen mit Knife Juggler. Aber ich glaube, den hebt er sich jetzt für seinen Unleash auf. Ja. Aber das ist ein relativ passiver Zug hier, oder? Also da hätte ich, glaube ich, den Knife Juggler gespielt und dann den Mad Scientist... Machst du noch einen Schaden mehr, hast mehr Bout-Control? Egal, was Goyari jetzt spielt, ein mehr Scientist kann das kaum wirklich umkämpfen, das Board dann. Ja, es ist definitiv zu wenig Druck, was er da auf dem Feld hat. Also das ist überhaupt nicht gefährlich für den, vor für allem den Warlock. Wenn du den Knife-Chucker jetzt draußen hättest, könntest du im nächsten Turn wirklich einfach mal einen Abusive mit reinwerfen. Ja, und spielt er jetzt alleine Coin? Zwei Bodies sind halt auch schwerer zu clearen, für den, also dass du eine größere Chance hast, den Abusive nutzen zu können. Richtig. Er spielt jetzt Coin Emperor, oder? Yep. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr stark hier. Na gut, die Antwort darauf wird mit Mad Scientist reinschlagen mit Quickshot. Ja, aber er macht nicht weiter Schaden im Gesicht. Nicht wirklich, nein. Warum jetzt nicht den Knife Juggler erst? Wenn du den Knife Juggler spielst, kannst du den guten Juggler kriegen, nimmst mit Mad Scientist alleine den raus. Er will anscheinend Double Abusive nehmen. Finde ich jetzt nicht so stark. Ich weiß nicht, ich frage mich, wartet er wirklich mit dem Knife-Jugger, um noch einen Unleash zu kriegen? Ja. Das ist jetzt mein Guess. Ja, aber ich Weil finde, es macht sonst keinen Sinn, dass er sich die ganze Zeit seinen Knife-Jugger aufhebt. Ja. Ja. Also Skoyare muss ja einfach nur abwarten gerade. Er hat aber noch immer keinen Reno auf der Hand. Er hat kein Healbot mehr. Er hat... Demon Wrath? Ja. Aber jetzt kann er hier ein relativ gutes Board aufstellen. Er kann jetzt noch den... Ja, er kann Imp-Gang-Boss nehmen und den Taunten. Könnte den Taunten, wenn er möchte, ja. Oder den Abusive. Oder mit einem Abusive daneben. Finde ich auch gut hier. Den Abusive... Du brauchst sowieso was in die Trap reinläuft. Und der wird wissen, dass da nur Freezing Trap drin ist. Das heißt, der... So kann er jetzt sogar, wenn er möchte, den Taunt zurückkriegen auf die Hand und nochmal Taunten. Und da ist natürlich Huffer. Ja, jetzt sieht man, dass der Hunter mehr und mehr an Karten verliert und dass das Tempo jetzt einfach viel zu spät kommt. Ja, hier jetzt sehr schön Freezing Trap ausgelöst. Wird er jetzt Huffer rausnehmen, denke ich den Earthen Ring spielen. Weiß jetzt auch, dass das erste Kill Command raus ist. Das heißt, er kann die Range, aus der er Lethal abbekommt, sinkt in gewisser Weise ein bisschen. Von wo er geburstet werden kann. Ja, also ich denke, auf jeden Fall muss man jetzt Huffer rausnehmen und es gibt kein Ziel für Black Knight. Also ja, da kann man auf jeden Fall mal einfach mal ein bisschen... Außerdem macht der Black Knight einen guten Buddy. Ja. Ja. Ist ein 4-5er, das heißt entweder Kill Command oder gar nichts. Jetzt nimmst du einen Huffer noch raus und dann ist das Board jetzt wieder auf Skoyares Seite. Und
Das war definitiv, sag ich mal, vorhin der Fehler, den Aftschakler sofort mit rauszuwerfen. Ja, jetzt sitzt er halt immer noch in der Hand und kann nicht viel tun. Nichts. Vorhin hast du zwei Abusives gehabt mit Scientist. Das sind einfach zusätzlich nochmal drei Knives gewesen, also drei Schaden, die irgendwohin verteilt werden hätten können. Ja, plus ein Buddy mehr, der geklärt werden musste, der jetzt fehlt. Okay, mit Demon Wrath wäre er so oder so mitgestorben. Gut, aber er hätte den Einzug früher spielen können, hat er gegebenenfalls einmal angegriffen und drei Schaden können den Unterschied zwischen... Die Führung nicht machen. Ja. Jeder Schaden kann das machen. Ja. Dieses Spiel hatten wir, glaube ich, auf dem Stream noch kein Match, was mit 1-0 von den Leben ausgegangen war. Ich glaube, wir hätten mehrfach 3-0 oder sowas, aber da sind die drei, die dann in diesem Match fehlen würden gegebenenfalls. Das einzige Wurf, der Hunter jetzt hier noch hoffen kann, ist, dass noch kein Reno in der Hand ist. Ja. Ah, Lever. Yes. Er wartet ja jetzt, er hat jetzt... Auf was er immer noch wartet, das ist... Na, wenn er den, ja, wenn er einen Beast Seifen zieht... Ja, super. Hier könnte er, hier, ja, Silence auf den... Silence braucht er nicht mehr wirklich, da ist nichts mehr wirklich, was man... Ja, aber Live-Tap. Wie viel Schaden hat er hier jetzt? Er hat mit der Power Overwhelming gibt ihm 17 Schaden. Oder? Dann hat er nochmal 8 auf dem Feld. Das sind 16 und dann hat er Hellfire. Ja, das wären. Er wird jetzt wahrscheinlich einfach Old Siphon Soul spielen wollen, weil. Ja. Sonst sieht es, wenn er dann noch ein Beast nachzieht, dann wird es doch nochmal sehr viel Schaden. Ja, ja, perfekt. Und dann hat er nächsten Zug Lether hier. Wenn da nichts mehr kommt. Jetzt, ja, sehr, sehr gute Entscheidung von ihm. Sicheres Play. Naja. Also, jetzt ist eigentlich das einzige, nee, ist vorbei. Das sind 5-7 Schaden. Wenn er den Knife-Jugger vorher spielt, kann er 8 kriegen. Freezing Trap. Das reicht nicht. Dann kann er auch nicht mehr Dingens spielen. Nee, das ist auf jeden Fall jetzt, dieses Spiel geht an den Warlock. Ja, da ist die Frage, ob das Das Einzige, was ihn jetzt gerettet hätte werden können, wäre ein Unleashed Hounds gewesen, Top-Deck. Dann müsste nur ein Knife ins Face gehen und er hätte Leafe gehabt. Ja. Aber da ist die Frage, ob es vielleicht einfach er wirklich den Knife-Jugger zu lange in der Hand gehalten hat. Ich glaube, darüber stimmen wir alle überein. Oder? Ja, ja. Aber es ist generell so, hätte er gerade ein Unleashed Hounds gezogen, dann und ein Knife wäre nur ins Face mitgegangen, dann wäre es... Er spielt gar nichts aus. Doch, eine Trap. Ja. Ja, aber also wir wissen, es ist jetzt hier... Ich hätte halt noch einen Haunted Creeper gespielt, wenigstens irgendwas. Aber jetzt ist es halt Arcane einfach Golem vorbei. Plus Power Overwhelming. Er hätte auch den Skill Command noch auf den Dark Knight setzen können, nur um ein bisschen sicherer zu spielen. Ich meine, damit gibt er natürlich die Chance auf im nächsten Turn den Warlock zu killen, aber aus unserer Sicht hätte ihm das noch einen Turn gekauft. Ja. Ja, vielleicht hat er einfach wirklich auf das Unleashed Hound gekauft. Das wäre jetzt Top-Deck wirklich heftig gewesen. So, da geht's direkt weiter. Was glaubst du, wofür hat er sich jetzt entschieden? Ja gut, jetzt sehen wir es schon. Malfurion. Ram Druid gegen seinen Akro-Hunter. Ja. Die Alternative wäre gewesen für Skoyare der Paladin. Okay. Wird jetzt interessant zu sehen, ob Skoyare eine ähnlich schöne Ramp gewährt wird. Ja. Siehst du doch schon. Nein. Der hat noch nicht gemulligant geworfen. Ja. Nein. Ja, hat das Swipe hat er behalten hier? Das ist. Weil er mit sehr viel Aggro wahrscheinlich rechnet. Ja, trotzdem. Und ich meine, du willst ja im Endeffekt trotzdem noch den Ramp kriegen. Wenn du hier dein Inner Welt kriegst, hast du im Endeffekt einen schnelleren Start. Weil jetzt ich hat er nur nicht irgendeine Erklärung gesucht. Ja. Also er hat es ja gemacht. Also von daher muss man sich ja irgendwie erklären. Man muss ja auch immer überlegen. Jeder, also du behältst die Karte ja nicht, weil du denkst, ich mache jetzt einen schlechten Zug. Ja, also er hat sich ja sicherlich dabei was gedacht. Also da hast du sicherlich recht mit einer Überlegung. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach damit rechnet, wenn der jetzt Full Aggro gehen will, dann brauche ich auf jeden Fall einen Swipen. Wenn ich den dann nicht ziehe, dann werde ich zu sehr gepusht. Ja. Tradest du hier jetzt mit der Hero Ability oder mit dem Viech? Mit der Hero Ability. Also, ja. Also ich will das Board, vor allem weil ich weiß, dass er viele günstige kleine Minions spielt. Deswegen will ich einfach noch ein bisschen mehr auf dem Board. Es ist ja auch eigentlich nur, es sind zwei Schade. Also es gibt Sachen, wo man später reinrennen, dann müsste mit Hero Ability die deutlich mehr wehtun. Das ist ein schöner Draw. Perfekt. Möchte man meinen? Ja.
Vor allem, weil wir wissen, dass, oder jeder weiß, dass ohne Explosive Traps gespielt wird. Ja. Das verspricht tatsächlich ein sehr großer Shade zu werden, also. Ja. Ja. Er muss halt schauen, dass er ihn irgendwann zum Traden benutzt. Ja. Nicht zu lange. Und da ist und Huffer. Huffer. Das macht was 4 von 5? Oder wie oft hatten wir jetzt Huffer? Also einmal kam ja Misha raus. Einmal war einmal mal Misha und sonst war eigentlich alles Huffer. Einmal war False Advertisement. Aber das sonst war Huffer. Es war noch kein Leo oder sonstiges. Nee, Leog, ja komm, Leog zieht man ja auch nicht, oder? Leog zieht man immer genau in dem Spiel, was man braucht, um Legend zu kommen. Das stimmt. Wo der Huffer Lethal wäre, dann ziehst du natürlich Leog. Hast du da Erfahrung? Nee, ich nicht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das so die Situation da, ist. Da, und jetzt kommt der Swipe. Ja. Er will einfach das Board einfach nicht irgendwie von ihm geflattert wissen. Gut, er hat jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Swipe. Jetzt könnte er theoretisch Mad Scientist, Coin, Animal Companion spielen. Also er kann ja noch einen Huffer spielen, wenn er möchte. Gut, Durability ist natürlich Durability ist auch gut. Das ist ja mal der Punkt mit On-Curve bleiben, ja. Also zum einen On-Curve spielen. Er kann jetzt auch damit nächsten Zug von Heimann spielen, aber der Hunter ist ja begrenzt in der Menge an Schaden, die er macht, weil er nicht so viel nachzieht. Und Durability kannst du halt nur einmal pro Zug machen. Das heißt, manchmal Early Game bedeutet, dass du im Late Game mehr Schaden machen kannst. Ja. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber jetzt kommt Animal Companion. Und da ist die Misha. Misha schon wieder. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. So, hier wäre Swipe, wäre ein Clear, aber swipest du hier? Ja, Swipe. Okay. Auf die Misha. Ja, und dann kannst du noch dein Aspirant spielen. Ja, weil du möchtest ja irgendwie die Freezing Trap noch auslösen, bevor dein Shade da reinwackelt. Ja. Und dein Aspirant ist eine der besten Karten, um in deine Freezing Trap reinzurennen. Und lange auf der Hand zu bleiben, Late Game. So, jetzt kommt Free Heine. Ramp. Jetzt kannst du es natürlich auch. Er hat jetzt. Also, ich würde erstmal die Freezing Trap auslösen. Ja. Dann vielleicht die Heimeln silencen und dann mit dem Shade. Clearst du mit dem Shade? Nö, mit dem Shade ins Gesicht schlagen vielleicht. Ja, du könntest also du bist du auf könntest auf Aggro gehen. Also das auf jeden Fall. Oder du er kann noch, also er hat 10 Mana zur Verfügung. Also er könnte den Keeper spielen zum Silencen und dann noch den Taunt. Druid, genau. Und dann trotzdem ins Face gehen. Ja. Er weiß ja auch, dass da halt. Ah, ich hätte vielleicht zuerst. Nee. Ja. Erst andersrum vielleicht gespielt, aber das ist Geschmackssache. Ja, er sieht das genauso wie ihr. Ja, er sollte jetzt. Also das macht natürlich viel Druck. Ne? Er bringt ihn auf 18 runter, im nächsten Zug hat er den für 7 Schaden, dann kann ihn auf. Aber jetzt kommt es darauf an, ob er innervated und silenced. Er zögert noch. Oh je. Nee, Hero Power. Wofür wartet er dann jetzt mit dem Innervate? Möchte er so einen Ancient of Lore Zug, dass er da mehr Möglichkeiten hat? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und. Ah, jetzt kommt Lothar mit raus. Jetzt denkt er, dass er die Combo auf der Hand hat. Und hier wäre alleine natürlich der Keeper gut gewesen, weil du damit die Highman hättest rausnehmen können. Richtig. Und dann weiter mit dem 7-7er Face pushen kannst. Ja. Das ist jetzt die Frage, pushst du einfach weiter Face? Weil du weißt, seid jetzt wirklich. Ja, du stirbst gegen Double Escape Command. Ja. Silenced, ja? Will er da draufhauen? Ja, ich denke, du musst auf jeden Fall silence. Wenn du hier den tötest, dann. Es ist vor allen Dingen auch stark, wenn du ihn rausnimmst, weil du halt gerade das Beast rausnimmst. Warte, was? Oh je. Ja, er kann seinen BGH nicht spielen, weil er mit dem BGH seinen Shade. Ja. Der BGH muss immer ein Ziel haben, wenn es ein Ziel gibt. Genau. Das heißt, solange du etwas hast und der Gegner nicht, musst du dein eigenes Ziel auswählen. Das heißt, der sitzt jetzt tot in der Hand. So, ja. 9 Schaden für Jay gerade, aktuell. Ja. Beziehungsweise. Ach, einfach den Shade jetzt einfach mal quickshotten.
Im Endeffekt. Ja. So. Jetzt 17 zu 13. Die Combo leider nicht auf der Hand. Das ist jetzt die Frage. Ancient of Lore, Heal oder Draw? Und dann den Shade hinterher? Vielleicht. Aber einfach jetzt erstmal Heal oder Draw. Ja, so, das kann auch erstmal ziehen. Schauen, was im Schredder drin ist. Das ist jetzt nicht ganz schlimm. Jetzt haben wir einen Spectator-Bug. Ja, da ist... Das sieht nach einem Reconnect aus. Ah, jetzt. Ja, was macht er? Ah, er heilt sich. Und shaded. Wie seht ihr das? Wann sind so die Situationen, wo man sich hielt, statt Karten zu ziehen? Wie niedrig muss man da sein? Welches Matchup habt ihr da? Also, kommt drauf an, was du jetzt erwartest. Also, wenn jetzt noch nicht das Doppel-Skill-Command gekommen wäre. Ja. Und vielleicht hat er damit gerechnet. Okay, hier versucht er jetzt den Shade zu kriegen, gegebenenfalls. Ah, funktioniert das schon mal nicht. Oh. Ja gut, er kann noch den Arcane Golem spielen, wenn er möchte. Okay. Aber jetzt kriegt er den. Aber jetzt pusht er einfach alles ins Face rein. Ja, wie viel Schaden hat er? Das sind 8 Schaden. Oder? Nee, der Mad Bomber geht in den Lore rein. Ja. So. Ja gut, jetzt kommt nochmal ein Taunt hinterher. Dann erstmal Karten ziehen mit dem. Und jetzt kommt dann Top Deck the Owl. Da kommt das Force of Nature. Ja. Ja, aber es hilft ihm gerade nicht. Also hier ist eigentlich der Taunt die einzige Option. Jetzt muss er aber den Shade sacrificen. Ja. Weil wenn jetzt Top Deck Iron Roll kommt, dann. Ja, den muss er in den Arcane Golem reinschieben. Yep. Oder den. Er nimmt den. Also der Juggler ist halt einen Schaden weniger, aber der kann den Schaden halt schnell selber machen, indem er das Gesicht trifft. Ja, also der Juggler war wichtig, also im Großen und Ganzen. Jetzt den kann er silencen, wenn er möchte. Dann hat. Also wenn er jetzt hier cleart, dann gibt es keine Möglichkeit, direkt zu sterben, glaube ich. Ja, er muss ihn silencen und dann mit dem Azure Drake. Ja. Ansonsten ist er in Skill Command und aber da ist er. Sind da zwei Quickshots? Ja, tatsächlich. Richtig. Na, ja, er setzt hier auf den Silence. Dann lass es passieren. Nein, okay. Oh. Das ist sehr gefährlich, sehr risky. Mit der Hero Ability. Sonst wäre Skill Command Lethal gewesen, aber so ist er. Er hat nicht angegriffen. Oh. Er hat nicht angegriffen mit seiner Hero Ability. Angegriffen, nee. Es reicht aber trotzdem. Das ist Lethal. Ja. Force of Nature reicht. Ja, Force of Nature reicht. Ja, da ist Jay gerade am Rechnen. Und. Ja, da kommt auch das Well Played. Ja, das war jetzt bis jetzt das Knappste, was wir so heute hatten. 4 zu 0 von den HP her. Das ist sehr dran vorbei. Ja. Ja, 2 zu 2, aber 4 zu 0 von den HP her. So, das heißt, wir haben das finale Match. Hunter gegen Parler. Hunter gegen Parler. Ja. Wir hatten das jetzt schon öfter, dass so ein Deck am Ende nochmal nicht es geschafft hat, das Spiel zu beenden für einen der Spieler. Ja, das stimmt wohl. Hast du ja leider auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, dieses Turnier. Mit dem Secret Parler? Nee, mit einem Deck noch das den letzten Sieg bekommen. Ja, ein bisschen. Also, mal sehen, wie es hier jetzt für Jay läuft. Schauen wir mal das Matchup an. Nur um der Stimme aus dem Off mal irgendwie was zu gewähren. Wen siehst du denn hier als Favoriten, Harlequin? Der mit der besseren Starthand.
Okay, dann schauen wir uns mal an, wie die Starthände hier aussehen. Mhm. Mad Scientist, natürlich nicht schlecht für Zug 2. Knife Juggler, ja, ist auch nicht gerade das Schlechteste. Gut, aber auch Skoyare zieht hier. Zombie Chow, Haunted Creeper. Ja, das hätte jetzt auch. Hätte er nicht auch den Knife Juggler spielen können? Das. Ja, also das hier der. Es sei denn, er möchte jetzt gleich den Bow spielen und dann auch draufhauen, das ist aber. Ja. Er hat aber letztendlich den Zombie Chow mit anderthalb Karten getradet. Ja, aber er kriegt halt den Charge vom Bogen wieder, direkt natürlich. Von dem. Also solange. Aber ich glaube, es ist auch kein Us im Deck vom Paladin. Das heißt, der Paladin hat keine Möglichkeit, die Waffe loszuwerden und früher oder später muss er. Nein, kein Us. Das ist ein Standard, Secret Paladin. Ja, solange Skoyare nicht halt irgendwas macht. Also, er sollte jetzt einfach mal abwarten. Avenge spielen und nicht ins Face angreifen. Avenge. Einfach mal den Hunter machen lassen. Hier kann man jetzt. Ah, Pilot Shredder ist jetzt auch nicht so schlecht. Hier hätte er auch den Knife Juggler spielen können, weil der Knife Juggler ist nicht umkämpft hier. Oh. Also der hätte überlebt. Jetzt hat er aber im Endeffekt die Waffe weggeworfen. Ja, aber das Avenge ist Avenge jetzt halt auch jetzt nutzlos. Offen. Genau, wenn er jetzt kann ihn immer noch nicht angreifen. Da ist immer noch die Freezing Jab. Genau. Also weil er sonst halt mit dem Token einfach ins Face gegangen wäre, um die Freezing Trap zu procken. Und hier holt er den Sledge Badge. So. Jetzt ist so. Das ist natürlich eine Wand. Ja, ich denke hier Lothab einfach guten Five-Drop. Lothab erstmal rauswerfen, ja. Egal was der Paladin jetzt macht, ist nicht gut für ihn. Ja. Da ist halt immer noch die Freezing Trap, die dafür sorgt, dass er entweder seinen gebufften Haunted Creeper, also da müsste er immer noch den gebufften Haunted Creeper reinschicken oder den Sludge Badge. Ja, aber im Endeffekt im Late ist es eher so, dass ich sehe dann eher, wenn es hinten rausgeht, den Paladin vorne durch Dr. Boom, Tyrion und Mysterious Challengers. Also ist leider so. Ja, weil das Einzige, was der Hunter hat, sind die zwei High Mains. Ja, und er hat auch noch keinen Schaden bekommen. Skoyare. Richtig. Das kommt natürlich da alles noch dazu. Ja. Im Endeffekt. Er könnte jetzt selbst Lothab spielen. Aber. Sucht jetzt den 1-1. Ich denke, er versucht den 1-1 zu spielen, um dann halt die Freezing Trap auslösen zu können im nächsten Zug. Ja. Führt aber seinen Search-Pager hier direkt verlieren und auch den. Das favorit natürlich Consecration jetzt sehr stark. Ja. Ja. Egal, was er jetzt noch aufs Board legt, es wird alles sterben. Ja, das sieht nicht schlecht aus hier für Skoyare. Also, wie du schon angesprochen hast, das ist ein schönes Consecration hier jetzt. Kann noch die Freezing Trap auslösen. Danach höchstwahrscheinlich die Überbleibsel vom Shredder clearen. Auf der, der 4-4 Haunted Creeper ist halt noch immer da. Ja. Und auf der anderen Seite zieht er natürlich gerade alle seine Secrets, was eine mittlere Katastrophe ist für den Paladin. Ja, also schön gemacht hier von Skoyare, dass er da wirklich so ruhig geblieben ist und nicht in die Trap gelaufen ist. Ja, ganz klar. Ja, und hier jetzt Secrets. Er könnte auch das noch versuchen, ein Knife zu juggeln. Wenn er da trifft, ist sein Knife Juggler safe. Okay. Ja gut, mit Noble Sacrifice ist er natürlich auch sicher, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und Avenge ist natürlich auch ein schönes Follow-up dann. Ja. Und der Defender könnte sogar übernehmen, wenn der Knife Juggler seinen Job macht. Richtig. Und? Na? Na, schade. Pardon. Knife Juggler wollte lieber das Avenge kriegen, als den Defender retten. Bisschen egoistisch finde ich das, aber. Oh. Da aber kann man jetzt auch natürlich so sehen, dass er jetzt natürlich alles ins Feld schieben kann, ne? 10 Schaden plus Lothab? Entweder Lothab, ja. Ja. Ich denke, Lothab ist nicht verkehrt hier.
Wenn du Loathap spielst, brauchst du eigentlich auch keine Sorgen um in dem nächsten Zug um Unleash haben, weil Unleash ist 8 Mana, das heißt, das wäre jetzt nicht das Sogar Beste. Sogar die Freezing Trap ist relativ schlecht, weil sie 7 Mana kostet. Ja. Egal was passiert, Loathap ist hier sozusagen ein Push of Lethal für den Turn danach und das wird Gen J auch wissen. Also Skoyare sollte jetzt auf jeden Fall den Loathap droppen und sich damit ins Finale zu spielen. Das ist sicher Final-Win. Okay, möchte traden. Ah, er hofft auf den Juggle wahrscheinlich. Ja, aber was... Okay. Okay, jetzt nimmt er noch einen von denen. Dann spielt er wahrscheinlich noch... Okay. Und kann den clearen. Gut, sein Knife-Juggler hat noch ein Leben. Aber er ist ein Biest, also wenn jetzt... Wenn jetzt an Leech to Hounds kommt, dann ist sein Board wieder weg. Ja, ist jetzt fand ich jetzt sehr, persönlich nicht so schön. Sehr, sehr passiv, finde ich, dieser Zug gerade. Ja, ich finde das einfach, das war einfach nicht im richtigen Moment auf aggressiv umgeschwenkt mit seinem Paladin. Ja. Hätte einfach nur Loathap droppen müssen und... Und... Oh. Das war natürlich glücklich jetzt. Ja, also das... Wenn das ihn nicht wirklich was gekostet hat, gerade dieser, dass er da einfach zu lange gewartet hat. Ja, das... So ist das in Hearthstone. Manchmal muss man aggressiv und jetzt spielen. Jetzt wieder Loathap. Ja, und jetzt wird Loathap nicht mehr so... Letztendlich hat er jetzt nicht viel verloren, er hat es ein bisschen sicherer runtergespielt. Ja, ich weiß nicht, ob seine Situation wirklich... Also ich habe das Gefühl, seine Situation ist schon schlechter geworden, weil... Er hatte vorher so starkes Board, hätte einfach Loathap geplayt. Man muss überlegen, der Hunter wäre auf 14 Leben gewesen. Ja. Aber vielleicht hat er sich einfach nicht wohl damit gefühlt mit der Entscheidung. Ja. Und jetzt ist schon fast in der Defensive wieder. Ja, er ist auf jeden Fall jetzt erstmal in der Defensive. Ja gut, jetzt fährt er das Board und dann sieht es wieder akzeptabel für ihn aus. Also das... War jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, vor allem, er wirft einfach den Token raus, den Mini-Stee-Bot raus und nochmal Hero Power. So. Oh, Animal Companion. Und da ist Hafa. Oha. Hafa delivers. Oh, jetzt pusht er wirklich alles einfach nur auf Base. Spielt das auch die Freezing Trap mit, oder? Nee, spielt er nicht. Warum? Also da würde ich jetzt eigentlich ins Boardball All-In gehen. Ja, also du kriegst natürlich nur ein 1-1, aber trotzdem... Ja, ist einfach All-In, alles ausspielen. Ja. Und... So, jetzt kommt Quickshot. Ja. Tatsächlich. Das ist schöner Quickshot. Call, schöner Call-Niveau. Das könnte nicht anders sein, das kann nur Quickshot sein. Ja, gut, das ist Top-Deck. Und damit ist Jay im Finale. Ja, erstmal dabei, direkt ins Finale. Und dann tritt er gegen den letzten Champion Harlequin an. Richtig, werden wir dann sehen. Bis dann. Bis gleich.